ganz herzliches Willkommen zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 13. bis 19. Januar 2020. So schnell kann es gehen und wir sind schon Mitte des Monats Januar. Ja, leider vergeht die Zeit viel zu schnell und deshalb wollen wir natürlich wissen, was wir am besten daraus machen können. Als erstes stelle ich euch mal für diese Woche die Karten vor, die ich verwende. Die Karten Finde deinen wahren Weg von Colette Baron-Reed. Dann haben wir für die einzelnen Wochentage das Arcanum-Tarot. Das ist von Renata Leckner. Und wir haben das Weiße Wörser-Tarot zur Klärung. Das ist von Julia F. Massaglia. Und als Weisheitskarten haben wir die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Und ich finde die auch sehr, sehr schön, auch von Colette Baron-Reed. Und ich denke, dass sie sehr viel Wahres beinhalten, was ihr nutzen könnt für euch. Das kann man auch jeden Tag machen. Also wenn ihr Interesse habt, die Karten gibt es auch auf meiner Webseite www.ella-taroskop.de. Und wie gesagt, bei Interesse könnt ihr euch das ja mal anschauen. Und es gibt auch in naher Zukunft noch ein paar Neuerungen, die ich dann auch noch explizit ankündigen werde. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass ich schon mal vorgestellt habe, dass ich einen Link zum Patreon installiere. Da gibt es Dinge, die ich auf YouTube nicht mache oder nicht machen kann. Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr mitmachen, müsst ihr aber nicht. Das ist vollkommen freiwillig und kein Muss, absolut nicht. Und da werden vielleicht ein paar Blogs vorgestellt, ein paar Dinge, die man so vielleicht als nützlich mitnehmen kann. Dinge, die eben so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. So ein paar Sachen, die man so erklärt. Und wie gesagt, wenn das gut angenommen wird von euch, dann denke ich, werden wir das auch noch vertiefen und noch mehr viele schöne Sachen hoffentlich miteinander machen dort. Aber nur, wie gesagt, wer möchte, das ist absolut kein Muss. Die Kartenlegung hier auf YouTube werde ich auch weitermachen. Dafür ja, habe ich viel zu viel Freude daran und zu hören, wie es euch damit geht. Das finde ich ganz toll. Ja, dann wollen wir jetzt schauen, wie das für die einzelnen Sternzeichen aussieht. Ein herzliches Willkommen, lieber Zwilling, zur Taroskoplegung mit Ella. 13. bis 19.01.2020 und wir wollen natürlich wissen, was für dich als Zwilling in dieser Woche drin ist und ja, du suchst dir das aus, was für dich in deiner Situation hilfreich ist. Darum geht es ja. Es wird nicht immer hundertprozentig passen, das ist klar, bei der Allgemeinlegung. Wichtig ist, dass du daraus wichtige Dinge für dich entscheiden kannst oder dass sie dir helfen. So, wir schauen uns an, was du von außen, von deinen Mitmenschen in dieser Woche zu erwarten hast. Die 9 der Erde. 9 der Münzen ist eben auch Unabhängigkeit, ist gewisse Sachen erreicht zu haben oder Single-Dasein von außen. Je nachdem, wie das in deiner Situation dann auch ja, für dich hinhaut. Dann haben wir die Energie, wie du dich siehst, wie du über dich selber denkst, dein Wunsch, Hoffnung und Ängste. Was gut ist für dich, was weniger gut ist und natürlich wie das Ganze in dieser Woche ausgeht. So, bisschen rüber, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Und dann kommen wir jetzt gleich auch zu den einzelnen Wochentagen, die natürlich in der Allgemeinlegung nicht bei allen den gleichen Tag bedeuten. Deshalb kann das variieren in der Woche. Ja, wichtig ist, wenn du das im Vorfeld gesehen hast und die Situation begegnet dir, dass du das dann für dich anwenden kannst, wenn es hilfreich ist. Ganz klar. Und wir wollen natürlich wissen, wie trittst du denn deinen Mitmenschen energetisch gesehen entgegen in dieser Woche? Also was bringst du mit in diese Woche? Was haben wir da? 8 der Kelche, neue Wege gehen. Das heißt, Liebgewonnenes hinter sich lassen und trotzdem nach vorne preschen. Das ist auch eine Zwillinge-Energie. Du bist immer interessiert an neuen Dingen. Du bist sehr schnell für neue Dinge zu begeistern. Dein Manko liegt manchmal darin, dass du nicht so lange durchhältst, bis es dann tatsächlich zur Vollendung kommt, weil dann schon wieder was Neues lockt. Wir schauen mal, wie das in deine Legung passt. Also, wir haben hier Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag,
und den Sonntag. So, wie gesagt, diese Tage sind variabel. Das kann bei dir auch ein anderer Tag sein als der gelegte. Wichtig ist nur, dass dir das einen Impuls gibt, dass es dir ein bisschen Unterstützung liefert. Wie siehst du dich? Das ist die 9 des Feuers. Du gibst nicht auf. Du willst gewisse Dinge umsetzen und du siehst dich als stark und dass du nicht nachgibst. Die 9 der Stäbe ist aber auch eine Energie der Überarbeitung, des Burnouts. Also pass ein bisschen auf dich auf, dass du dich nicht übernimmst, dass du nicht versuchst, zu viel zu wuppen, zu viel dir zuzumuten, sondern genügend Pausen einhältst, damit du eben auch wieder Kraft tanken kannst. Was ist denn dein Wunsch in dieser Woche? Die 7 der Erde, Geduld. Du wünschst dir Geduld oder dass die Dinge wachsen und reifen. Das braucht halt natürlich seine Zeit. Hoffnung und Ängste, vielleicht wünschst du dir auch Geduld, dass du ein bisschen Geduld hast. Hoffnung und Ängste ist die Königin der Erde, auch wieder Erdenergie, Sicherheit und Stabilität herzustellen. Also im Job oder auch im privaten Bereich auf der sicheren Seite zu sein, sich sicher zu fühlen, das ist die Hoffnung. Die Angst ist, dass es nicht funktioniert. Wir gucken mal, was gut ist für dich in dieser Woche. Das ist der König der Kelche. Angemessen zu reagieren, das heißt, auf die Situation entsprechend zu reagieren. Sich in einem bestimmten Kreis richtig anzustellen. Also, dass man angenommen wird, dass man, da reinpasst oder dass man nicht überreagiert, dass man nicht falsch agiert. Ne? Du schaffst das in dieser Woche auf jeden Fall. Was ist nicht gut für dich? König der Erde. König der Erde ist ein bisschen träge, ist ein bisschen selbstgerecht und weiß, was er hat und schwelgt so in dem, was er schon erreicht hat. Und das wäre halt in dieser Woche nicht gut, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Ja? Tu das bitte nicht, sondern kämpfe natürlich weiter, aber übernimm dich nicht. Versuche eben nicht zu übertreiben. Der mögliche Ausgang ist der Hierophant. Das ist Institution, das ist aber auch Selbstvertrauen. Glaube an dich selbst. Und das ist sehr schön. Am Montag haben wir die Herrscherin. Das heißt, du bist schon dabei, die Dinge umzusetzen, zu gestalten, den Samen zu sehen für neue Projekte, für neue Dinge. Wir haben das Saturnjahr, lieber Zwilling. Also bitte nicht zu viele Dinge auf einmal. 2, höchstens 3. Sonst kriegst du ja nichts fertig. Am Dienstag haben wir Mäßigkeit. Ich sage ja, gemäßig dran gehen. Ich glaube, du wünschst dir auch Geduld, dass du so lange abwarten kannst, bis die Dinge tatsächlich reif sind. Auf der einen Seite das Feuer und das Wasser und geerdet zu sein, es realistisch zu sehen, nicht hochfliegende Pläne zu haben und nur die Hälfte davon umzusetzen. Am Mittwoch haben wir die 2 der Stäbe. Da haben wir eine Tendenz, wo du hin willst. Aber du hast die Entscheidung noch nicht getroffen. Du bist dir nicht sicher, ob das die Stabilität und Sicherheit bietet, die du brauchst. Du fragst dich, ob du noch Geduld dazu haben musst. Donnerstag haben wir die 6 der Schwerter. Alles Gemach, Gemach, in ruhigen Gewässern, angemessen reagieren, die Dinge natürlich auch sachlich beobachten. Königin der Erde kümmert sich ja um Stabilität und Sicherheit. Du betrachtest das sozusagen mit den Augen eines Buchhalters. Bringt das was? Ja, nein. Ne? Und dann entsprechend wirst du dich verhalten oder reagieren. Freitag haben wir den Ritter der Stäbe. Da ist sie wieder, die feurige Begeisterung für etwas, die du ein bisschen im Zaum halten musst. Du darfst nicht übertreiben oder solltest nicht übertreiben. Egal, was du vorhast, bleib auf dem Teppich. Samstag haben wir den König der Stäbe, Feuerenergie, noch mehr Feuerenergie, wobei der König der Stäbe jemand ist, der durchhält, der nicht vorher aufgibt oder der nicht sich schnell wieder von was anderem ablenken lässt. Der König der Stäbe weiß genau, was notwendig ist, wie der König der Erde die Dinge umzusetzen, auch auf den Punkt zu bringen. Aber der König der Stäbe ist mit Leidenschaft, mit Herzblut dabei und hat die Power, das hinzukriegen. Dann haben wir hier das Ass der Schwerter. Das ist deine Energie. Klarheit und Wahrheit, ein glatter Schlussstrich oder ein Neubeginn in Realität und natürlich authentisch. Du bist ehrlich zu dir selbst und zu anderen. Du kennst deine eigenen Fehler am besten. Ja? Und die lässt du auch zu, beziehungsweise du weißt um deine Schwächen und versuchst, sie in den Griff zu bekommen. So ist das gemeint. Wir schauen mal. 9 des Feuers. Das ist deine Energie, wie du dich siehst. Da ist das Selbstvertrauen, was wir hier auch haben. Und die Vergangenheit.
Nun bist du ja eigentlich hier und jetzt die Summe deiner Vergangenheit, aber du bist auch die Summe derer, die dich beeinflusst haben, natürlich. Und Vergangenheit kann eine große Rolle in unserem Leben spielen. Schöne Erinnerungen, nicht so schöne Erinnerungen. Ja, wir sind eine Summe des Ganzen. Und du solltest halt versuchen, das hier und jetzt, auch hier und jetzt zu genießen. Du bist als Luftzeichen dafür prädestiniert, das hinzubekommen. Dann haben wir den Wunsch nach Geduld. Da ist der König der Stäbe wieder, der mit Leidenschaft an Dinge herangeht. Aber der König der Stäbe hat in den letzten Jahren, egal ob Widder, Löwe oder Schütze, gelernt, Geduld zu haben. Und die Königin der Kelche ist gefühlvoll, ist dramatisch. Ja, das könnte so dieser Widerspruch in dir sein. Du kriegst dein Gefühl und deine Leidenschaft nicht so hin, dass du diese Geduld aufbringen kannst. Das ist ein Lernprozess. Und da ist sie nämlich die Königin der Münzen. Heilung, keine Ungeduld mehr, keine vorschnellen Aktionen, keine vorschnellen Reaktionen, Fairness. Ja, du gehst fair mit dir um, aber auch mit anderen. Du kennst deine Schwächen, du weißt, wie du damit umgehen kannst und wie du lernen kannst, sie in den Griff zu bekommen. König der Kelche, angemessene Reaktion. Da haben wir einen Konflikt. 5 der Schwerter und 4 der Kelche. Ja, du sagst dir, ja, ich reagiere angemessen und trotzdem kriege ich nicht das, was ich will. Es braucht Zeit, lieber Zwilling. Du wirst vielen Menschen in deinem Leben begegnen und es wird nur 1, 2, vielleicht mehr Menschen geben, die wirklich das sind, was du dir vorstellst oder was du dir wünschst, zum Beispiel, oder auch 1 oder 2 Jobs in deinem Leben. Ja, der Rest sind Kompromisse. Ja, manchmal faule Kompromisse. Da sind Gefühl und Logik nicht im Einklang. Ja, aber du reagierst angemessen, denn du möchtest ja deine Wohnung bezahlen. Das ist dieser Kompromiss, der immer wieder vorkommt, ja, der so in deinem Inneren tobt, vielleicht auch manchmal, nicht nur in dir, auch in anderen natürlich, ja. Und auf der einen Seite ist es gut, dass du die Dinge nicht so hinnimmst, wie sie sind, weil sonst könntest du ja keine Veränderungen hervorrufen. Aber der König der Erde, sich aufzugeben und zu sagen, naja, ich kann ja eh nichts dran ändern, wäre das Falsche. Beurteile die Situation danach, was du hast und was du daraus machen kannst. Und dann überlege, wie. Und wir haben die 9 der Stäbe, du gibst nicht auf. Und das ist auch gut so, aber wie gesagt, nicht übernehmen und nicht zu viele Baustellen auf einmal. Selbstvertrauen, ja, der Glaube an das, da ist noch was. Möglichkeiten, 7 der Kelche und 7 der Stäbe. Kämpfe darum. 7 der Stäbe ist gewappnet sein, die Rüstung anhaben. Ja? Aber die 7 der Stäbe ist auch für das einzustehen, was einem persönlich wichtig ist. Und das muss man natürlich auch mitteilen. Das können die anderen nicht wissen, einfach so. Gut, Montag, Herrscherin, den Samen sehen, selbst das geben, was du haben möchtest. 2 der Kelche, sich auf Augenhöhe begegnen. Das kannst du nur, wenn du sozusagen in Vorleistung trittst und sagst, ja, ich möchte das so und so haben. Ja, und dann kann es auch werden. Herrscherin ist nichts anderes als Samen sehen und Wachstum. Und das wächst, wenn du darauf zugehst. Gemäßigt, alles in Maßen. Das Ass der Kelche, also Liebe, und die 9 Wege, die du gehen willst, ja, deine äußere Karte. In Liebe neue Wege gehen. Sehr schön. Das ist halt, wie gesagt, der Kampf im Inneren, aber das ist gut. Durch Widerstreit und Konflikt kommt ja erst die Veränderung. Wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, passiert ja nichts. Da wird sich auch nichts verändern. Und das ist langweilig. Dann wirst du schon von alleine den Konflikt hervorrufen, damit es nicht mehr so langweilig ist. Und hier haben wir eine Tendenz. Ass der Stäbe. Da ist das Ass, das, was du in der Hand hast. Leidenschaftlicher Neubeginn. Und da ist die 3 der Schwerter. Die 3 der Schwerter besagt, probieren und scheitern. Probieren und scheitern, immer wieder. Aber das ist eben das, was dich voranbringt. Wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo alles rosarot ist, dann fängst du an zu gähnen. Ja? Das heißt aber nicht, dass du andauernd Verletzungen erhältst, aber dass eben die Dinge nicht auf Anhieb so hundertprozentig klappen. Dass dich Dinge enttäuschen, Menschen enttäuschen, Situationen enttäuschen.
Aber du kannst nur daran wachsen, was du verändern kannst. 6 der Schwerter, nochmal die 2 der Stäbe und der Ritter der Stäbe. Du bist leidenschaftlich dabei, die Dinge in die Hand zu nehmen, dich auf deine Ziele nach und nach bitte in gemäßigter Art und Weise zu fokussieren. Ritter der Stäbe, das ist Begeisterung, daran zu arbeiten. Begeisterung, an dir zu arbeiten, an deinen Gedanken zu arbeiten. 8 der Schwerter, das ist so dieses, ich drehe mich im Kreis, ich komme zu keiner Lösung. Ja, das kommt vor, absolut, bei jedem, nicht nur bei dir. Dann ist es an der Zeit, daran zu arbeiten, einen Weg rauszufinden, wie auch immer. König der Stäbe, Feuerenergie, 4 der Stäbe, Haus, Heim, Umgebung und der Herrscher. Das ist das, was dir Sicherheit bietet, was dir den Rückhalt bietet, wo du auch die Leidenschaft herholst für das, was du umsetzen willst. Du willst dein König in deinem Schloss sein, ja? Da musst du authentisch sein zu dir selbst. Wo sind meine Fehler? Und wie, was will ich eigentlich? 9 der Kelche. Meine Wünsche kann ich nur erfüllen, wenn sie authentisch sind, ehrlich sind und nicht übertrieben. Denn wir haben den Teufel. Das ist dein Manko, mein lieber Zwilling, dass du zu viele Dinge auf einmal anfängst. Und das wird im Saturnjahr abgestraft. Ja, das heißt nicht, dass ich dir das gönne oder so, um Gottes Willen, aber dass Saturn auf Details achtet, auf die Dinge, ob du dich drum kümmerst und ob du dran bleibst. Wenn du nicht dran bleibst, dann werden alle Dinge, die du anfängst, scheitern. Deswegen sage ich dir, such dir bitte nur 2 bis höchstens 3 Projekte, an denen du parallel arbeitest und schließe sie ab, eins nach dem anderen, ja. Sonst wirst du unzufrieden, unzuverlässig und lässt alles schleifen. Wenn du neue Wege gehst, geh sie langsam, bedacht, überlegt, ja, damit das eben nicht übertrieben ist, zu viele Dinge. Ja. Das ist deine Wahrheit, dass du eben nicht zu viele Dinge auf einmal machen willst oder zu schnell begeistert bist und dich zu schnell von was Neuem ablenken lässt. Deine Orakelkarte ist Beistand. Ich könnte mir vorstellen, es bedeutet, dass du das nicht alleine schaffen musst, dass du dir Hilfe holst, Unterstützer, Gleichgesinnte. Ja? Wir schauen mal, was die Orakelkarte dazu sagt. Die Bedeutung ist Hilfe annehmen, Aufgabenbereiche delegieren, aufeinander angewiesen sein. Und die Botschaft, du stehst an einem Punkt, an dem ein Alleingang nicht mehr die beste Vorgehensweise ist. Das Leben weiß Menschen auf deinen Weg zu führen, die dich perfekt ergänzen und in der vor dir liegenden Lebensphase ein gutes Stück voranbringen können. In allen Lebensbereichen, in denen du ein wenig Rückenstärkung nötig hast, erfährst du jetzt Unterstützung. Der springende Punkt dabei ist aber, die freigebig gewährte Hilfe auch anzunehmen. Wunder können jetzt geschehen, wenn du Ja sagst zu einem Miteinander, bei dem sich Teamarbeit und Eigenständigkeit zu einem Ganzen verbinden. Sehr, sehr schön. Du hast von außen die 9 der Münzen. Das ist jemand, der relativ unabhängig ist. Und du hast die 8 der Kelche, du möchtest neue Wege gehen. Tu dich zusammen mit anderen, ja? Wir haben hier Feuerenergie, Wasserenergie und Erdenergie. Das sind schon mal 3, ja? Du hast die Möglichkeit, hier Haus, Heim, Familie, Feuerenergie zusammenzubringen. Ja, du hast die Energie, an Dingen zu arbeiten, ohne dass du dich hoffentlich im Kreise drehst. Der Ritter der Stäbe ist die Energie kurzzeitig begeistert. Du brauchst Dinge, die dich langfristig begeistern. Ja? Geh es langsam an. Wähle bedacht und sprich dich ab. Ja? Und hier leidenschaftlicher Entscheid für etwas und Enttäuschung. Das ist normal. Das ist, Leben an sich ist Veränderung und Enttäuschungen sind das, woran wir wachsen, woran wir größer, stärker werden, ja, und du solltest Gleichgesinnte suchen, Beistand suchen, also ich denke, die wirst du auch finden, gar kein Problem, ja, du bist gewappnet, du weißt, was du willst, du hast neue Möglichkeiten und bist selbstbewusst.
Das heißt aber auch, sei selbstbewusst genug, auch Hilfe und Unterstützung anzunehmen und überarbeite dich nicht. Ja, dass du dir zu viel zumutest, das ist das ja. Wenn du zu viel gleichzeitig willst, dann kriegst du nichts wirklich fertig und dann brauchst du automatisch Hilfe und dann bist du vielleicht ein bisschen zu stolz, nach Hilfe zu fragen oder drum zu bitten. Also, mein lieber Zwilling, in dieser Woche gut überlegen, was will ich, wo will ich hin und höchstens 3 Projekte. Und dann, wer kann mir helfen und ja, wie komme ich dahin, ohne zu übertreiben? Ja, also, dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg dabei, auch bei der Eigenliebe, also bei der Realisierung deiner eigenen Zwiespälte, dass du da das bewältigst und dann eben auch Hilfe von anderen annimmst, die sicherlich auch gerne unterstützend mitwirken oder vielleicht könnt ihr auch gemeinsam ein Projekt zum Erfolg bringen. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ich hoffe, du lässt mich ein bisschen teilhaben in den Kommentaren. Und wenn es dir gefallen hat und hilfreich war, dann würde ich mich natürlich über ein Däumchen hoch sehr freuen. Ja, ich freue mich. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.